Deal. Ich glaube, auswärts kann man in den Playoffs kaum besser spielen als die Mannschaft heute Abend, oder? Ja, war eine sehr konzentriertes Einstellung, waren auch sehr, sehr diszipliniert und wir haben unsere Torschance am Anfang richtig gut ausgenutzt und ja, wir haben auch sehr clever am Ende gespielt. Der Kollege von Mannheim am Morgen hat geschrieben, die Adler haben so gespielt, wie die Friesers heißen, nämlich eiskalt. Tore gemacht, wann er sie gebraucht hat, zum richtigen Zeitpunkt gemacht, ganz, ganz stark in der Defensive gestanden mit einem sehr starken Freddy Braithwaite. Ja, ich glaube, das war ein großes Kompliment auf die komplette Mannschaft. Das haben wir auch. Mehrere Spieler haben einfach das Job und ganz einfach gespielt. Und das war ein ganz gute Mannschaftsleistung. Leider haben wir nichts gewonnen, außer Spiel 2. Und je länger man spielt in den Playoffs, sind die schwieriger die Siege. So, wir mussten auch das abhaken und wirklich uns gut vorbereiten für eine Reaktion von Hamburg. Wir warten auch, dass die auch zu Hause versuchen, uns aus unserem Spiel zu bringen. Und wenn wir heute das Disziplin haben, durch die nächsten paar Spiele ist es für uns ein Vorteil. Ganz, ganz wichtiger Faktor, Disziplin. Es gab nur insgesamt ein Powerplayer für Hamburg, während die Hamburger selbst oft genug aus Frust auf die Strafbank gegangen sind. Das muss, glaube ich, das Ziel auch in den nächsten Spielen sein. Ja, auf jeden Fall. I mean, wir wollen die gar nichts schenken. Das müssen die, man ist auch natürlich, da muss man umgehen mit dem Frust. Wir müssen auch weiter unser Spiel spielen. Wir haben jetzt ein richtiges Spiel im Spiel 3 und das müssen wir wieder von Null anfangen und Gas geben. Spiel 3, vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung? Ja, wir nehmen das Drittel zum Drittel. Wir wollen auch versuchen, zu Hause auch stabil in die Defensive zu stehen. Und wir wissen schon, dass das Hamburg muss eine Lösung finden. Ich glaube, die werden auch versuchen, vielleicht einer oder andere Spieler hinter unser D-Man oder unsere Abwehr hinzuhängen. Das müssen wir bereit sein für eigentlich alles, aber das geht über unser Spiel. Die erste Tor wird richtig an Sonntag. Harry, wie stolz bist du denn auf die Mannschaft? Nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie sie heute gespielt hat und auch das umgesetzt hat, was sie ihr sicherlich vorgegeben habt. Naja, sehr. Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt. Wir haben ganz, ganz wenige Strafzeiten genommen. Das haben wir uns vorgenommen. Wir haben uns nicht provozieren lassen. Wir haben uns nicht von dem Ziel ableiten lassen. Das war nämlich ein solides Spiel, ein solides defensives Spiel zu spielen. Und nein, die Mannschaft hat, wie du schon sagtest, unabhängig vom Ergebnis, sehr, sehr diszipliniert gespielt, sehr engagiert. Eine starke Defensivleistung, sagst du, aber auch eine ganz starke Torhüterleistung, fand ich. Freddy Braithwaite war der bessere Torhüter, für mich zumindest heute Abend, für dich auch? Ja, es fängt immer von hinten an. Freddy hat sehr, sehr gut gehalten. Unsere Verteidiger haben hart gearbeitet, die haben wenig vor dem Tor zugelassen. Aber auch unsere Stürmer haben hart in der Defensivzone gearbeitet. Wir haben Scheiben konsequent rausgebracht. Wir haben die Scheibe in der Offensivzone immer tief gespielt. Also die Hamburger mussten dann immer tief aus dem Drittel aufbauen und nicht aus der neutralen Zone durch den Konter. Man sagt immer, es ist ja nur die halbe Miete, man braucht 4 Siege. Aber hat man nicht ein deutliches Zeichen heute auch gesetzt? Ja, das Ergebnis letztendlich spielt keine Rolle. Wir führen mit 2 Spielen und Best of 7 heißt 4. Am Sonntag geht es wieder von Null an. Man hört es ein bisschen aus der Kabine. Die Erleichterung ist sicherlich groß, aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell wieder weicht. Eine Anspannung fürs nächste Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben die ersten 2 Schritte gemacht. Wir führen 2-0 in der Serie. Und es sind aber noch 2 Spiele zum Gewinnen. Wir freuen uns jetzt natürlich über den Sieg. Es war ein super, super Teamerfolg. Und genau so muss man spielen über 60 Minuten, wenn man die Spiele gewinnen muss. Und ja, wir schauen jetzt aufs nächste Spiel. Ich fand es eine beeindruckende Leistung, weil es sehr, sehr diszipliniert war von der Mannschaft. Nicht nur was das Taktische angeht, sondern man hat sich auch auf gar nichts eingelassen. Wie schwer fällt es aber tatsächlich auf dem Eis, so diszipliniert zu bleiben? Ja, natürlich fällt es schwer, aber wir haben uns von Anfang an gesagt, wir lassen uns nicht drauf ein, auf die Provokation. Und das haben wir super durchgezogen. Und ja, das macht einen Teamerfolg aus. Kannst du was zu deinem Tor sagen? Ja, ich habe die Scheibe vom Dennis gekriegt, habe einfach geschossen und die ist irgendwie rein. Also ja, freue mich. Findest du auch, dass die Torhüterleistung bislang klar auf Mannheimer Seite liegt? Freddy Braithwaite sieht für mich stärker aus als sein Gegenüber John Carey. Ja, ich denke schon auf jeden Fall. Freddy ist super drauf und du brauchst einen super Torhüter in den Playoffs. Das haben wir zum Glück. Wir haben einen guten Torhüter, eine gute Mannschaft und ja, das brauchst du, um weit zu kommen in den Playoffs. Sonntag eventuell schon die Vorentscheidung zumindest, was meinst du? Das schauen wir erst beim vierten Spiel, je nachdem wie das nächste Spiel läuft und dann schauen wir weiter. Matthias, glücklich kann ich mir vorstellen, die Verantwortlichen der Adler, auch wenn es erst der zweite Sieg ist, 4 sind bekanntermaßen vonnöten.
Ja, klar, das ist ein zweiter Schritt, aber nicht mehr. Aber wir haben sehr solide Leistung gebracht und das ist wichtig. Wir haben uns ausschließlich mit der Scheibe beschäftigt. Das ist, glaube ich, der kleine Unterschied zu den Hamburgern im Moment. Und deswegen haben wir uns auf gar nichts eingelassen, unser Spiel gespielt und das haben wir sehr, sehr souverän gemacht. Hut ab. Die Hamburger wirkten bisweilen schon sehr, sehr frustriert. Ich denke, wenn man den Frust bei denen lassen kann, hat man eine gute Chance, durch diese Serie durchzukommen, oder? Ja, das muss unser Ziel sein. Frühe Tore schießen, dann hat man gesehen, die Hamburger waren sehr frustriert. Ich glaube, dass wir eher darauf eingestellt sind, auch mal ein Gegentor wegzustecken. Das macht Playoff aus, dass man dann auch zurückkommt. Und wenn wir so weiterspielen, sind wir auf einem guten Weg. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Mannheim war bislang in beiden Spielen die bessere Mannschaft, bis auf das erste Drittel in Mannheim? Ja, das erste Drittel in Mannheim war sehr ausgeglichen. Da haben wir sogar ein, zweimal Glück gehabt, dass wir in Rückstand sind. Aber sonst waren wir fünf Drittel lang jetzt die bessere Mannschaft. Bist du optimistisch, dass wir das Halbfinale schaffen? Nach den zwei Spielen bislang? Ja, wie gesagt, man darf jetzt nicht zu euphorisch sein, weil es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Aber wenn wir auf diesem Pfad bleiben, dann werden wir das Viertelfinale als Sieger verlassen. Am Sonntag geht die Serie weiter. Bilder davon dann wieder in einem Sportextra am Montag hier bei RNF.